Einen schönen guten Tag. Es ist Samstag. Es ist 14.46 Uhr. Und ich bin hier in Rüttenscheid. Und die Mission von heute, die ist nach Calumet zu laufen, um mir ein neues Mikrofon zu kaufen. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, mir ein Mikro zu holen, was ich schon lange haben wollte. Ach ja, und wir haben 16 Grad Celsius. Und hier bin ich und dann machen wir heute einfach mal einen Lauf. Hallo, schön, dass ihr da seid. Irgendetwas ist hier in Rüttenscheid los. Ihr habt gerade schon die Polizei gesehen. Da scheint eine Demo zu sein. Ich habe gerade gesehen, wie da jemand abtransportiert wurde. Ups. Die Kamera schwingt einfach mal so wieder rum. Die hört das Wort abtransportiert. Und schon guckt die mich an. Wir halten uns aber aus dem ganzen Schlamassel raus. Über den Bürgersteig mit dem E-Roller vor den Augen der Polizei. Alles geht. Ich glaube, darum können wir laufen. Ja, und ich habe lange mit mir gerungen, hole ich das Mikrofon, hole ich das nicht. Und das lag zum Teil daran, dass ja die neue Kamera rausgekommen war und da so ein Funkmikrofon mit am Start war und der Empfänger in der Kamera integriert. Und dann dachte ich, ja, dann brauche ich ja das nicht. Quasi der Vorgänger von dem Mikrofon, den ich jetzt habe. Und am Anfang hatte ich ja so einen Ärger, weil mein Mikrofon immer so geknistert hat. Störgeräusche von sich gegeben hat. Und dann habe ich da noch gewartet, dass DJ Air das in den Griff bekommt, was sie auch gemacht haben. Und dann war ich ja ganz happy. Und das geht hier ausschließlich um meine Livestreams. Störgeräusche waren weg und schon habe ich gesagt, ja, können wir einen Livestream machen, Astrein, alles gut. Ne? Haben wir auch gemacht. Und ich war völlig fixiert auf diese Störgeräusche. Und ab da ging es ja los, dass die Bilder, die ich da aufgenommen habe, die haben immer irgendwie geruckelt. Ja, und da habe ich immer gedacht, okay, ist jetzt irgendwie die Verbindung, die da ruckelt, vielleicht zu schwach oder so. Naja, man hat jetzt eben rausgefunden, manchmal dauert das ein bisschen. Das sind gar nicht so sehr, das hat nichts damit zu tun, dass der Empfang schlecht ist. Dann ruckelt das natürlich auch so ein bisschen. Das ist die Störanfälligkeit, schätze ich, dieses Empfängers, der in meiner Kamera verbaut wurde.
neigt. Und deswegen war da doch besonders heftig am Ruckeln, als ich den Livestream mit Oliver zusammen gemacht habe. Da waren dann ja zwei von den Funkmikrofonen über Bluetooth am Funken. Naja. Und ein anderer Vorteil ist auch noch, dass ich dann ein Gewinde frei habe, wo ich so ein Tripod drauf schrauben kann, dass ich auch mal in der Lage bin, die Kamera abzustellen. Die wird dann zwar jetzt ein bisschen klobiger bei Livestreams, aber ich hoffe, dass dann die ruckelfreien Bilder weggehen. So, jetzt ist es raus, das war's. Und deswegen auch heute einer meiner seltenen Samstagsläufe. Und bei Calumet, die laut Internet das Mikro vorrätig haben. Also wir haben hier eine Fahrradstraße. Da kann er nicht über den Bürgersteig heizen. Wart richtig auf. Wenn er von hinten kommt und man macht einen Schritt an die Seite, weil man denkt, ach, ich gehe mal eben darüber oder so, da hängt er einem drin. Das ist überhaupt nicht lustig. Und ich habe dann, als mir klar war, ja, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das mit dem Mikro, natürlich überlegt, hey, das ist ja ein cooler Anlass für einen Lauf. Ist immer schön, wenn man ein Ziel hat, eine Mission. Ja, aber wie? Wie genau laufen wir das an? Calumet ist ja in der Stadtmitte. Und das kann man ja von jeder Himmelsrichtung aus anlaufen. Von Norden bin ich erst neulich reingelaufen. Von Westen zieht sich die ganze Ecke durchs No Man's Land. Da ist der Hund begraben, gerade auf dem Samstag. Von Osten, da war ich neulich auch erst gewesen. Also blieb jetzt hier quasi nur der Lauf aus Süden. Machen wir das also. Frieda geht's super gut. Ist richtig aufgeblüht. Die hat immer noch keine Nachschubspritze erhalten. Ist jetzt schon, weiß ich gar nicht, 6 Wochen her. Bestimmt, als sie die bekommen hat. Läuft super. Und wir geben erst eine Nachschubspritze. Sobald es wieder anfängt, hat man sehen, wird wieder schlechter. Und dann haben wir so ungefähr erstmal den Abstand raus. Die Tierärztin meinte ja zwischen 1 Monat und 3 Monate am Anfang. Und dann haben wir eben noch was in der Hinterhand, sodass wir dann öfter geben können, wenn es sein muss. Erstmal abwarten. Das Auto meiner Frau läuft auch wieder. Das habe ich aus der Werkstatt abgeholt.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich glaube schon. Und das war ja so, dass die dann da eine neue Batterie eingebaut haben. Ich meine, ich hätte das schon mal erwähnt. Und wir hatten uns jetzt gestern einfach mal einen anderen Wagen angeguckt, der eventuell in Frage kommen könnte. Immerhin ist der Wagen ja auch schon 10 Jahre alt. Das ist schon ein Alter. Aber der hat uns irgendwie nicht überzeugt. Davon ab, dass die Autos heute alle teuer sind. Aber der Wagen hat uns irgendwie nicht überzeugt. An sich ist der okay. Auch ein Kombi, alles gut. Aber im Gegensatz zu unserem, kleiner. In jeder Hinsicht. Innen drin ist er irgendwie kleiner, der Kofferraum ist kleiner. Die Sitze sind nicht so bequem. Und da war einiges, was uns so nicht gefallen hat. Dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und sind zu dem Schluss gekommen, wir investieren einfach noch weiter in unser altes Auto. Da muss ja jetzt dies und das erneuert werden. Bremsen hinten zum Beispiel sind mal wieder dran. Scheiben und Belege. Machen wir das. Inspektion natürlich, die wir jetzt ja nicht mehr gemacht hätten normalerweise. Aber das passiert jetzt alles zusammen. Gucken wir mal, wie sich die Sache so entwickelt. Da ist ja immer noch das Datum in 10 Jahren, dass dann keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen in der EU. Man hört zwar schon vereinzelt, dass das wohl nicht so gut ist. Aber lassen wir das. Ich habe jetzt extra ein paar Tage lang, kann man das sehen, nee, das blendet ziemlich. World of Dinner. Das kann man kaum erkennen darin. Kann man eher mich im Spiegelbild sehen. Abenteuer und Dunkelheit. Also extra ein paar Tage lang Füße flach, Ball flach gehalten, Füße still gehalten. Nichts gemacht, weil ich dachte, ich habe einfach keine Lust mehr, immer nur bei grauem Wetter zu filmen. Und dann ist ja richtig kühl gewesen auch. Und dann habe ich so auf den heutigen Tag gehofft. Die hatten den nämlich absolut schön warm angesagt. Sollte 20 Grad geben. Und hatte Lust irgendwie wirklich mal bei schönem Wetter zu filmen. Ich will mich nicht beklagen. Man sieht ein Stück blauen Himmel, wenn man genau hinguckt. Das ist ganz angenehm. Hat auch starke Windböen vorhergesagt. Also hier für uns, für die Flachländer, 40 km/h so. Davon merke ich bis jetzt noch nichts. Ein bisschen frisch manchmal, aber im Großen und Ganzen alles gut. Und ich habe zu Hause lange überlegt, was ziehe ich an. Erst wollte ich natürlich meine neue Hemdjacke rocken und dachte, ist doch genau richtig, weil die ist doch winddicht und dann nehme ich die und dann
ich die mal kurz angezogen und einen Schritt nach draußen gemacht und habe dann festgestellt, boah, eigentlich kaputt in der Jacke, in der Hemdjacke, absolut. Dann habe ich meine andere alte Hemdjacke angezogen, die ist irgendwie leichter. Aber auch da dachte ich, da schwitze ich mich tot. Mache ich auch nicht. Und jetzt habe ich mich entschieden für ein T-Shirt und eine Fleecejacke, eine leichte. Das ist zwar alles nicht winddicht, aber geht. Hier stehen wir natürlich jetzt vor dem Glückaufhaus. Das ist immer so eine Sache. Sehe ich mit dem Rücken, wenn die Ampel umspringt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn gestern das Wetter besser gewesen wäre, meine Güte, da stotter ich. Da wären wir gestern schon nach Kallo mitgelaufen, an meinem legendären Freitag. Ein Videofreitag. Aber gestern war das Wetter wieder bescheiden. Es war echt kühl. War grau. Und wir haben uns ja dieses Auto angeguckt. Da sind wir nach Velbert gefahren. Ist ja auch nicht so um die Ecke geht, aber alles in allem ist das halt doch eine Aktion. Und deswegen sind wir jetzt hier. Hier sieht der Himmel schön aus. Wir sollten mal stehen bleiben. Da ist doch mal ein toller Himmel über Essen. Ich habe erste Heuschnupfen-Symptome. Vielleicht nieße ich jetzt gleich auch, ich hoffe nicht. Exklusive Einrichtungen hier links. Hier waren wir auch noch nie drin, ne? In der U-Bahn hier unten. Sollen wir einfach mal durchlaufen? Von wegen, ich habe alle Stationen durch. Hier hält die U11 und in 50 Metern hält die Tram. Ich gehöre noch zu denen, die oft Straßenbahn sagen. Haltestelle ist Philharmonie.
Oben ist noch so ein Übergang, über den man laufen kann und gucken kann. Ich hätte gewusst, hätte ich mich da eingestellt. Und dann kann man in die Seite queren. Ja, da steht wieder sofort. Da kommt gar nichts. Sofort. Da ist alles relativ. Da höre ich was. Da kriegen wir so ein bisschen Tram-Action mit. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Die fährt nach Breden halt. Und die hält da hinten an dem flachen Teil vom Bahnsteig. Sehen wir so noch fahren von hier oben. Und verschwinden. Ja, hier kann man die Straßenseite queren. Aber dann wollen wir gar nicht ziehen. Wir wollen hier hochgehen. Auf unserem Weg nach Calumet. Ich hoffe auch, das stimmt, dass sie das wirklich vorrätig haben. Saalbau. Und hier haben wir auch häufig Klumpen. Die sind jetzt auch schon eine Zeit lang hier in Essen. Ah, die Kefs. Ich hatte auch mal so kleine Kefs, die waren hervorragend. Die waren einen Tacken größer, irgend so ein Vorgänger wahrscheinlich. Die kleinen Biester kosten fast 1200 Euro, aber die sind jeden Cent wert. Wenn man da einen Subwoofer dran setzt noch, hat man einen hervorragenden Sound, finde ich. Das ist für mich ein Wunder, dass ich in meinen kaputten Ohren überhaupt noch hören kann. So wie die vor sich hin pfeifen. Aber ich habe das gut im Griff. Schafft das irgendwie, mir da einfach keinen Kopf zu machen. Und dann merke ich das irgendwie gar nicht so. So manchmal so in ruhigen Momenten, da merke ich schon, hui, pfeift aber ganz schön. Aber dann denke ich an was anderes. Schaffe ich ganz gut. Irgendwas muss man ja auch können.
Ja, und seitdem ich meine Güte, ist heute Tag, seitdem ich mit meinen Schweizer Schuhen Frieden geschlossen habe, laufen die auch gut. Vielleicht hat das wirklich was mit dem Regen zu tun, dass die dann anfangen zu quietschen auf manchen Untergründen oder so. Jetzt habe ich den hier an. Ich zeige den mal kurz hier an der Treppe. Komm, Schuh, wo bist du? Da. Kann man den sehen? Ja, irgendwie, ne? Jetzt habe ich den da an. So ein Halbschuh. Im Prinzip wie Sneakers, ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Sneaker. Wir haben früher Turnschuh gesagt. Aber ich glaube, das sagt man schon lange nicht mehr. Ja. Und der läuft erst rein. Und meinen Halbschuh liebe ich mittlerweile. Da werde ich mir auf jeden Fall noch einen nachkaufen. Weil ich habe den jetzt so oft im Regen angehabt, wenn ich mit Frieda draußen war und durch Schlamm und alles. Den kann ich für gut eigentlich nicht mehr anziehen. Der ist schon dreckig. So richtig grunddreckig. Das ist immer schwer, das dann so einmal, wenn man das so verdreckt hat, wieder rauszukriegen. Und dann brauche ich noch einen guten, wenn ich dann nur so anziehe, hier für so Läufe oder wenn ich mal irgendwas privat erledige. Ich habe mir selten so viele Klamotten gekauft wie jetzt in diesem Jahr, muss ich sagen. Schon irre. Eine Jacke, eine Hemdjacke, drei Paar Schuhe. Und plus diverse neue Socken, also so dicke Socken, schon irre. Ja, doof, dass hier der Zaun ist, der Bauzaun, aber ich hoffe, dass da auch irgendwann irgendwas Neues hinkommt. Hier in die Baugrube. Aber da ist im Moment nichts los. Tut sich nichts. Hier könnten wir unterirdisch in den Hauptbahnhof laufen. Aber da waren wir jetzt ja auch relativ oft in der letzten Zeit. Ich meine, wo waren wir nicht relativ oft? So gesehen könnte ich sagen, ziemlich zurück. Darum geht es ja hier bei dem Kanal gar nicht. Ich habe sicherheitshalber auch meine Sonnenbrille bei. Falls es zu grell wird. Dass ich die dann aufsetzen kann. Das sind immer nur so kurze Stücke, wo die Sonne mal rauskommt. Hinten steht der Turm an der Münchner Straße. Hier ist was vom Deutschen Wetterdienst, Bereich Klima und Umwelt. Und Mist. Irgendwas nimmt Daten. Eine Messstelle.
Wir laufen jetzt mal hier rum. Dann hier durch. Müssen wir gleich hinten wieder durchs Nadelöhr der großen Baustelle laufen. Irgendwie gucken, wie wir das machen können. Oben auf dem Bus stand gerade Fahrtende, das habe ich gar nicht so dick gekriegt. Ich habe Fahrtende gelesen, ich habe gedacht, hey, wo ist das denn? Meine Güte, Cayman, ey. Vielleicht sollte ich doch mal ernsthaft an den Rücktritt denken. Die Baustelle hier vor der, was ist das, Königsgalerie oder Königshof? Königshof, glaube ich. Die hält sich auch hartnäckig. Das ist ein echtes Nadelöhr. Und das ist immer, auch wenn eigentlich so wie jetzt gar nicht so viel los ist, knubbelt sich das ganz schön. Und dann geht er hier direkt weiter. Auch hier ein riesengroßer Bereich hier vom Willy-Brandt-Platz dient der Baustelle. Und ich meine, das hat sich ausgebreitet. Das war mal weniger gewesen. Ich habe jetzt hier auch keine Chance, drumherum zu laufen. Da arbeite ich jetzt mit so ein bisschen Abstand. Ich will jetzt auch nicht durch den Brunnen mehr laufen. Falls der an ist, dann sieht der nass aus. Dann habe ich meine Kamera gehabt. So, hier öffnet sich das Ganze. Ja, Mensch, wir sind schon fast da. 34 Minuten auf der Uhr. Ich hätte das vorher bei Google gecheckt, da haben die gesagt, 45 Minuten brauche ich. Gehen wir mal einfach hier durch. Chillers. Hat lange leer gestanden und jetzt wieder Leben eingezogen.
Ja, und das ist hier direkt neben der Fußgängerzone, die ja irgendwie belebt ist, wo wir gerade waren. Und hier ist jetzt nichts. Quasi. Hier stehen auch 1000 Marken an den Fenstern. Da steht aber auch Coming Soon. Womöglich passiert da noch was. Star-Crossed Lovers, Stadtmusikanten, mein Blutbuch, ach herrje. Neues deutsches Theater, Under Construction, Schauspiel Essen. So, wir haben unser Ziel gleich erreicht. Da gehe ich dann rein, mache ich vorher die Kamera aus. Und wenn ich dann wieder rauskomme, mache ich die Kamera wieder an. Und dann zeige ich euch hoffentlich, dass DJI Mike original verpackt. Also, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Und hier ist es. Das DJI Mike. Das packe ich jetzt gleich in meinen Rucksack. Ja, und ich sage Dankeschön, dass ihr heute mitgekommen seid. Und ich sage vielen Dank an all meine Abonnenten, dass ihr meinen Kanal so toll unterstützt. Und wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen, indem ihr ein Like da lasst, einen netten Kommentar schreibt. Dann gibt es noch einen Super Thanks-Button unter den Videos für die, die auf die Art und Weise Danke sagen wollen. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Glück auf. Ciao.